wenn wir zwischen Fragen und Art eine massive Diskussion geben. Inshallah. Assalamu alaikum. Das scheint, dass wir hier Probleme haben. Wieso? Ja, der ist auch so vom Alter. Na, ja, خلاص, خلاص. Jetzt hat er es rausgekriegt. Jetzt haben wir, jemand hat was. Ein Sprichwort, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ja, genau. Das stimmt. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Wir wollten so eine Art Workshop machen über die Dawa, über Bedingungen der Dawa, wie man Dawa macht. Und dann machen wir gemeinsam, das wird interaktives Gespräch. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Und dann stellen wir so einige Fragen. Und dann könnt ihr. Da könnt ihr mitmachen, inshallah. Okay? Na. Barakallahu fikum wa jazakum Allah khairan. Bevor wir anfangen, dann Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan, erzähle ich oder erkläre ich etwas und ihr könnt mir ein bisschen helfen, bi'idhni ta'ala. Und zwar Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, sagte, hätte Allah subhanahu wa ta'ala diese Sura nur diese Sura als Beweis für die Menschen herabgesandt, dann wäre es genug. Welche Sura ist das? Welche Sura? Na? Surat al-Asr. Al-Asr. طيب. Warum Surat al-Asr? Barakallahu fikum, sagt Allah khairan. Na? Weil darin alles enthalten ist, dass diejenigen, die glauben, amanu, amilu salihat, rechtschaffene Taten vollziehen, watawasau bihaq und watawasau bilhaq und das gute Gebiete, watawasau bisabr und geduldig sind sozusagen in den Stufen und in den Arten und Weisen. Barakallahu fikum, weil die ganze Religion zusammengepackt ist in dieser Sura, Surat al-Asr. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wal asr, innal insana lafi khusr, bei der Zeit oder beim Nachmittag, wahrlich ist der Mensch ist verloren oder in Verlust, außer diejenigen, die den Iman verinnerlichen. Alladhina amanu. Wa amilu salihat. Wa tawasau bis sabri. Wa tawasau بالحق وتواصل بالصبر. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Diese Sura macht eine Grundlage für uns Muslime. Und zwar, الذين آمنوا, haben einige Gelehrten gesagt, das heißt, dass sie erstmal Al-Ilm haben. Und deshalb hat ein Großgelehrter gesagt, du musst wissen, oder jeder muss Wissen haben über diese vier Themen. Erstens Al-Ilm, dann Al-Amal,
الدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. بارك الله فيكم. Und dann haben sie das als Beweis von Surat al-Asr genommen. Al-Ilm ist natürlich das Wissen. Al-Amal, das heißt dieses Wissen umsetzen in Taten, rechtschaffen. Handeln. Ad-Dawatu ilayhi, Aufruf. Was bedeutet Aufruf? Dass man zu diesem Wissen aufruft, dass man zu dieser, zu Iman aufruft. As-sabru ala al-adha fihi, Geduld zeigen auf dem Weg. Barakallahu fikum, barakallahu khair. Für uns ist wichtig, wa tawasaw bil haqqi, das heißt ad-da'wa, der Aufruf zu der Wahrheit. Wenn wir sagen al-ilm, Al-Ilm, barakallahu fikum, hat einen Maßstab. Das wird, hat sozusagen wie ein, ein Kontrollmaßstab. Was ist dieser Kontrollmaßstab von Al-Ilm? Dies nennt man im Arabischen Ad-Dabit. Das ist, wie kann ich bestimmen, ob mein Wissen richtig ist oder falsch? Was ist Dabitul Ilm? Das Wissen hat ein Barakallahu fikum Maßstab oder Kontroll, sage ich jetzt, Messgerät. Was ist das? Na? Vielleicht, wenn das Wissen aus Koran und Sunna mit dem Verständnis dasselbe ist? Das ist richtig so, aber es gibt ein anderes. Na? هذا الضابط العلم دافع للعمل ابني مسن مسن يعني انت الان اذا كم طول هذا كم طوله جاوبني على السؤال ها هذا 10 سنتي الله يديك بدك نظاره المهم اسمع هذا مثلا قول 20 سنتي شلون عرفنا 20 سنتي بنجيب مسطره وبنحط المسطره عليه وبنقيسه فالمقياس هذا هو بيسموه الضابط فشو مقياس العلم انه بتعرف انه هذا العلم صح ولا غلط ولا هذا العلم في المكان الصحيح ولا لا نعم الفهم ضابط العلم الفهم Das bedeutet, barakallahu fikum, Maßstab für das Wissen ist das Verständnis, dass man das Wissen versteht. Weil wenn du jetzt Koran gelernt hast auswendig oder Sunna auswendig gelernt hast und du weißt nicht, was das bedeutet, dann hast du keinen Nutzen von diesem Wissen. Deshalb, du brauchst für das Wissen Verstehen, Verständnis. Verständnis. Das wird Al-Fahm. Al-Amal, das bedeutet, barakallahu fikum, rechtschaffen, handeln, werken. Was ist, barakallahu fikum, Dabit al-Amal? Was ist Maßstab, wenn du etwas handelst jetzt, wenn du etwas tust? Handeln, lieber handeln, sagen wir. Was ist Maßstab für Handeln in unserer Religion? Wie weißt du, ob deine Handlung richtig ist, falsch ist, in Ordnung ist, nicht in Ordnung ist, an der richtigen Stelle, nicht an der richtigen Stelle? Dalil? Ha? Dalil? La. La kelchi bidak dalil. Naam. Nein. Ein Wort brauche ich. Das sind nicht tausend Wörter. Ein Wort. Am Anfang richtigen Verständnis, das dementsprechend umsetzen. Nein. Naam. Na, oder Wissen haben wir. Nein. Nein. Oder Ibni, Dabit al-Amal. Nihna bidna, hada al-Ilm, li ta'allamna. Ana ta'allamta al-Yawm al-Sala. Ubiddi salli.
شلون بعرف انه صلاتي هذه صح ولا غلط ولا مو غلط ولا كذا؟ شو المقياس اللي بعرف فيه؟ نعم العقل. يا فين في عقل هيتندن؟ الله اعلم. معرفة. العلم هو المعرفة. نعم. ما؟ بس لغة. نعم. نعم. دي ميتودك. ما شاء الله. ما زوجته أندري فيوتا إن ويكيبيديا. النية. ضابط العمل النية. ضابط العمل المتابعة. خلاص نحن بنكمل يا أبو جمال. ايش أبقى أوف جيبن يلا بفولج. wenn du Handlung hast, dann musst du der Religion folgen. Du musst dem Beweis folgen. Du musst dem Propheten صلى الله عليه وسلم folgen. Deshalb المتابعة. طيب ضابط. Wir haben gesagt العلم. Das ist الفهم. العمل. Das ist المتابعة. Das heißt, wenn du wissen willst, ob deine Handlung richtig ist, dann prüfst du, ob du dem Propheten صلى الله عليه وسلم folgst oder nicht. Wenn du dem Propheten صلى الله عليه وسلم folgst, dann ist deine Handlung richtig. Wenn du ihm nicht folgst, dann ist deine Handlung nicht richtig. Wir reden von richtig. Annehmen, da muss dazu noch Akzeptanz, da muss noch dazu Al-Ikhlas dabei sein. Ad-Da'wa. ليش هذا عم يقلب ما بعرف. الدعوة إليه. الدعوة. ما هو ضابط الدعوة؟ Was braucht man um die Da'wa an der richtigen Stelle richtig ist? الحكمة. Richtig. Weisheit. Du brauchst für die Da'wa Weisheit. Wenn du kein Weisheit hast in Da'wa, dann werden die Leute von dir nicht annehmen. Weil du keine Weisheit hast. Zum Beispiel, du sitzt mit den Leuten und du redest über etwas, was keiner versteht. Du hast keine Weisheit bei Da'wa, dann ist das nicht. Und dann As-Sabru ala al-Adha fihi, fi hadha al-Ilm. Was ist, barakallahu fikum, Maßstab für Geduld? Ja. Das Weitermachen bei dem, was ertragen sozusagen. Ertragen, ja. Istiqama, nein. Wallah, ich habe diesen Unterricht hier vielleicht 5-mal wiederholt. Hier in Erfurt, nein. Nein. As-Sabr selber ist manchmal sich zurückzuhalten oder Al-Mana'. Al-Ikhlas brauchst du für alles. Taqwa brauchst du für alles. Standhaftigkeit im Gebet? Oder wir reden über Gebet? Wir reden. Muhammad Salah, wenn du Sabr zeigst, wenn du Geduld zeigst, was brauchst du? Wie wirst du dein Geduld bemessen? An was? Dass man sagt, ich mache weiter, ich werde Geduld zeigen. Was? Hä? Nein. Nein. Al-Hadaf. Hadaf. Al-Ihtisab. Li al-Ajr. Barakallahu fikum al-Sabr. Wenn du Geduld zeigst, dann verbindest du immer dein Geduld mit Rechnen, dass du belohnt wirst von Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb zeigst du immer Geduld. Und wenn du mehr Geduld hast, dann wirst du auch mehr belohnt. Unser Thema ist natürlich hier Ad-Da'wa. Wir brauchen für die Da'wa Hikma. Wenn wir kein Hikma haben in Da'wa, wenn wir kein Hikma haben in Da'wa, was wird daraus? Katastrophe sowieso. Nein. Gut. Dein Dawa ist abstoßend. Die Leute wollen von dir nicht annehmen. Warum? Weil du kein Hikma hast.
Zum Beispiel, du gehst zu Leuten, die haben keinen Glauben, die wissen nicht, was Allah subhanahu wa ta'ala ist, was der Prophet ist, was Islam ist. Und dann redest du mit ihnen über Themen, zum Beispiel über Erbrecht im Islam und über Hijab und über solche Themen. Die Leute haben kein deshalb, das ist keine Weisheit dabei. Und deshalb, barakallahu fikum, sagt Allah khair, bei Ad-Da'wah ila Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben Bedingungen für diese Da'wah. Wer sagt mir die Bedingungen für Ad-Da'wah? Welche? Wir brauchen 3 oder 4 Themen für die Da'wah, dass die Da'wah richtig ist. Was sind diese Themen? Bitte. Man muss die Lage dieser Menschen kennen. Lage der Menschen kennen. Weißt du, was Lage der Menschen kennen bedeutet? Gegen wertiges Wissen. Richtig. Du brauchst zu wissen, wie die Leute denken, wie sie sind, was sie sagen, was sie tun, was sie verstehen. Na, noch. Wissen in der Religion. Du brauchst Wissen in der Religion. Stimmt. 1, 2, 3. Geduld brauchst du sowieso, ja? Die richtige Nia. Ikhlas, richtig. Ikhlas. Viertens. هذه اللين الكلام وهذه الأمور هي تابعة لكيفية الدعوة. نحن ما نحكي الكيفية. Wir haben gerade die ganze Zeit danach gefragt. Na, richtig. Weisheit. Wenn du Dawa machen willst, du brauchst Wissen. Es gibt noch ein fünftes. Du brauchst Wissen. Du brauchst zu wissen, was die Leute, wie die Leute denken, wie sie agieren, was sie verstehen. Du brauchst Ikhlas, dass du diese Dawa für Allah subhanahu wa ta'ala machst, nicht für dich. Und du brauchst Weisheit, damit du das richtige Wissen an die richtigen Leute vermittelst. Dann fünftens, was brauchst du noch dabei? Du brauchst, barakallahu fik, den Weg zu wissen. Das bedeutet, du befolgst Folgen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und von seinen Gefährten, wie sie Da'wah gemacht haben. Ob das mit den Leuten ist, ob das mit den Feinden ist, mit den Freunden ist. Das Gesamte, barakallahu fikum, machen wir jetzt wie Chemie. Okay? Das heißt, Wissen in der Religion plus Wissen in Gegenwart. Das wird, wie die Leute denken und sowas, was ich erzählt habe. Dies nennen die Gelehrten Ilm al-Waqi'. Das heißt Ilm al-Din. Zaid Ilm al-Waqi'. Mit Weisheit und Ikhlas und Mutaba'a. Dies ergibt richtige Da'wa. Deine Da'wa ist richtig. Du hast Wissen in der Religion, du weißt, was du sagst. Du willst zum Beispiel über Gebet reden. Du weißt, was Gebet ist, du erklärst, was Gebet ist. Du siehst, wie die Lage der Leute sind. Da fängst du an, nicht über Gebete zu erzählen, dass keiner versteht, was die sind, sondern du vermittelst das langsam. Du hast Weisheit. Was ist Weisheit? Du tust die richtige Stelle an der richtigen, die richtige Information an der richtigen Stelle zu den richtigen Leuten. Das ist die Weisheit. Du hast Ikhlas, du machst das für Allah subhanahu wa ta'ala und du folgst dabei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er Da'wah gemacht hat, dann dein Da'wah ist richtig. Ob die Leute das annehmen, ob die Leute das befolgen, ob die Leute das ablehnen, spielt keine Rolle. Du hast deine Pflicht vor Allah subhanahu wa ta'ala gemacht. Okay?
Jetzt. Ilm al-Din, das wird Wissen in der Religion. Plus Wissen in Gegenwart. G. Ohne Weisheit. Das ist abstoßende Dauer. صاحب جمال abstoßend, يعني الناس ما بتقبله. Das heißt, die Leute nehmen das nicht mehr an. Dann barakallahu fikum, Wissen in der Religion minus Wissen im Gegenwart ergibt eine falsche Dawa. Man redet mit Christen und man erzählt ihnen über Buddhismus. Man geht zu Buddhisten und erzählt ihnen über Judentum. Barakallahu fikum dann. Wissen im Gegenwart minus kein Wissen in der Religion ergibt eine irre Dawa oder irreführende Dawa, und das ist das meiste, was wir in Deutschland haben. Möge Allah uns bewahren. Wenn man aber kein Wissen in der Religion hat, kein Wissen im Gegenwart und keine Weisheit hat, ich weiß nicht, wie sie Dawa heißt, aber ich denke, das ist eher, wir sind in Tierwelt, nicht mehr bei Menschen. Keine Weisheit und kein Mutaba. Wer sagt mir den Beweis für das, was ich gerade erklärt habe? Welche Aya ist der Beweis? Und alles, was ich erzählt habe, das ist in einer Aya übrigens. Ha? Nein. Nein, falsch. Allah, فرحت لما قلت هي قل. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي, هي طريقي. أدعو إلى الله, الإخلاص. أدعو أنا إلى الله, هذا الإخلاص. أنا ومن اتبعني, الاتباع. على بصيرة, أي على علم. على علم, والعلم هنا ثلاثة: علم بواقع الناس, علم بالدين, وعلم بالطريقة التي توصل الدين إلى الناس, وهو الحكمة. سورة يوسف دي آية, الله أعلم, هندت أخت حكمة يوسف, هندت أخت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, sprich, das ist mein Weg. أدعو إلى الله, ich rufe zu Allah سبحانه وتعالى, على بصيرة, mit dem klaren Wissen, mit dem klaren Beweis. Ich und diejenigen, die mich befolgen. Und subhanallah, ich bin nicht von den Götzen Diener. Das heißt, wenn du Da'wah machen willst, barakallahu fik, heißt nicht, dass man sich auf den Straßen einen Stand macht und dann denkt man, wenn man mit den Leuten über Matthäus 6, 7 und Lukas 3, 8 und ich weiß nicht was diskutiert, dass man so Da'wa macht. Das machst du kein Da'wa. Und wenn du selber kein Wissen hast in der Religion, dann machst du auch kein Da'wa. Und wenn du Da'wa machst ohne Wissen, dann führst du die Leute in die Irre und du verlierst deine Zeit. Deshalb, Da'wa hat eine Bedingung, und das ist, ohne Wissen kannst du kein Da'wa machen. Dann kommen einige Leute und sagen uns, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Balligu anni walau aya, verkündigt von mir, auch wenn ein Aya, wa hadithu an bani Israel, und berichtet von Volk Israel, und kein Problem oder kein Hindernis.
Ja. Wie? Der sagt, ein Eier. Ja. Okay. Hä? Aber mit dem richtigen Verständnis. Ja, mit dem richtigen Verständnis. Ja, Eier. Ja, aber mit dem richtigen Verständnis. Man muss die Eier auch umsetzen können und auch erklären können. Deshalb sagen wir diesen Leuten, okay, wir wollen jetzt, ich gehe zu Leuten, die keine Muslime sind und ich will sie zum Islam aufrufen und ich sage ihnen, Allah sagt im Koran, Aya, yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adha. Das habe ich euch jetzt ein Aya gesagt. Sie fragen dich nach Menstruation der Frau, das ist adha. Habe ich jetzt Dawa gemacht? Deshalb, barakallahu fikum, belligu anni walau Aya. Das heißt, verkündet von mir die richtige Aya an die richtigen Leute mit der richtigen Art und Weise und nicht, dass man... Es gibt so eine Gruppe, das heißt Da'wa Tabligh. Diese Leute, barakallahu fikum, die gehen zu den Moscheen, die bleiben in den Moscheen. Es gibt Dynamo bei ihnen, Dynamo. Dieser Dynamo bleibt und der macht mit Gebet und die anderen gehen raus. Und du sagst ihm, der ruft angeblich, der erinnert die Leute an Gebet und Islam. Da fragst du ihn, Achi, kannst du uns sagen, was La ilaha illallah bedeutet? Der sagt, ja Allah, ich habe das nicht gelernt. Meine Aufgabe ist, dass ich dich erinnere. Ja, okay, dann sitz erstmal und lerne, was La ilaha illallah bedeutet. Und wenn du so weit bist, dass du Wissen hast, dann kannst du Da'wah machen. Und das ist genau unser Problem hier in Deutschland. Manche Leute denken, wenn sie live, ich meine dich nicht, nicht, dass der Scheitan zu dir kommt. Manche Leute denken, wenn sie live Ding machen und sowas, dass sie so Da'wah machen. Oder manche denken, wenn sie auf die Straße gehen und Flyer verteilen, dass sie Da'wah machen. Das ist kein Da'wah. Das ist nur ein Hilfsmittel, damit die Leute etwas über Islam. Das ist in Ordnung, das ist nicht schlecht. Aber, barakallahu fikum, bevor du Da'wah machst, musst du selber lernen und musst du Da'wah mit dir selbst machen. Ja, ihr الذين آمنوا قوا أنفسكم. Das wird schützt euch, wa ahlikum, und dann eure Familien vor der Hölle. Und dann kommen die anderen. Aber wenn du bei den anderen anfängst und du vergisst dich selber, dann haben wir die Lage, barakallahu fikum, TikTok, Facebook, YouTube und solche Sachen. Und wir haben die Lage Deutschlands. Podcast auch. Und dieses Programm hier neu. Ich weiß nicht, der hat ein neues Programm. Disco. Disco. Wie Baltok von Fried. Ja, ja. Auf jeden Fall, was meine ich damit? Wir sind überhaupt nicht dagegen, dass man die Leute zum Islam aufruft oder dass man die Muslime erinnert an ihre Religion. Aber bevor das macht, wallahi, aus Barmherzigkeit empfehlen wir, lerne es mal für dich selbst. Lerne nicht für die anderen. Manche Leute, die lernen nur, damit sie mit den anderen diskutieren und damit sie mit den anderen reden. Nicht für sich selbst. Und das Wissen lernt man für sich selbst, nicht für die anderen. Wallahu ta'ala ala wa alam. Lernt diese Ayah. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَاتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَأَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم بارك الله فيكم جزاكم الله خير أبو جمال بارك الله فيك وجزاك الله خير الشيخ أبو الحسين for this wonderful Inhalte und jeder von uns soll sich auch selber fragen ob er sich diese schöne Nasiha auch zu eigen macht damit man nachher auch diese Dauer. Das ist ja die Kunst dieser Dauer. Die richtige Anwendung in den richtigen Kanal zu kanalisieren. Sozusagen, dass man sie auch wirklich an den Menschen so bringt, wie sie auch zu bringen ist. Und das erfordert von uns allen, die in der Dauer etwas beitragen wollen, dass man sich immer wieder überprüft, stimmen diese Prinzipien bei mir oder nicht. Ja. Und mache ich das natürlich im Angesicht Allah subhanahu wa ta'ala. Allein im Angesicht Allah reicht es nicht. Ja,
brauchen wir diese Instrumente, die gerade auch Hussein auch darauf hingewiesen hat, auch die Erklärung, damit man inshallah keine, ungute Schritte macht in seinem Berg. Ja, ich glaube, es wurde jetzt genug darüber gesprochen und auch erklärt, auch geschrieben. Es wäre auch schön, wenn man das für sich dann Notizen macht und auch dann für sich immer als eine Kontrolle, ja, stimmt das alles bei mir noch oder nicht, dass man sich auch selber überprüft. Jetzt gehen wir über in Fragerunde, Diskussion. Inshallah. Bitte schön. Woher weiß ich, wenn eine Person Da'wah macht, woher weiß ich, dass ich meine Da'wah tatsächlich mit Ikhlas mache oder nicht? Und dass da nicht etwas an Riya mit einfließt? Wie weiß ich, ob mein Da'wah mit Ikhlas ist oder nicht mit Riya? Wenn du Da'wah machst und du erwartest, dass die Leute dich loben und dass sie dich toll finden und dass du, wenn du Da'wah machst oder wenn du redest, du versuchst, die Leute anzuschauen und du willst, dass sie zufrieden sind mit dir, dann ist dein Da'wah nicht mit Ikhlas. Fertig. Aber wenn du deine Sache machst, ob die Leute jetzt dich loben oder nicht loben, ob sie mit dir zufrieden sind oder unzufrieden sind, du machst das genau das, was das du für Allah subhanahu wa ta'ala das machst, dann hast du Ikhlas. إِذَا تَسَاوَى عِنْدَكَ مَتْحُ النَّاسِ وَذَمُّ النَّاسِ فَذَلِكَ الْإِخْلَاسِ. Wenn bei dir das gleich ist, ob die Leute kritisieren oder loben, dann hast du Ikhlas. Aber wenn du willst, dass sie dich nur loben, und deshalb veränderst du deine Art oder deine Stimme oder deine Themen, nur damit sie dich loben, dann war das nicht für Allah. Wallahu ta'ala ala ala. Und deshalb diese Leute, die ganze Zeit auf Bilder machen sind. Ich war da und ich habe mit dem und ich habe das gemacht. Und hier, für wen machst du diese Bilder? Für Shuhra. Hubbu al-Zuhur. Yaqsum al-Zuhur. Du willst dich nur zeigen. Ich meine, wenn eine Frau jetzt in TikTok ein Live macht. Selfie. Nein, live, aber der Mann. Ach so. Live. Mit Frau. Eine Frau macht live. Ah. Und die wird gefragt, ja, wir haben islamische Fragen. Was ist mit Scheidung im Islam? Und dann sagt sie, Wallah, ich denke, die waren zweimal oder dreimal. Ich weiß nicht so genau. Wallah, du weißt nicht, was Scheidung ist. Und du willst Da'wah machen. Mal für wen machst du das? Ja, aber klick. Like klicken. Like. Das ist die Sache. Möge Allah uns bewahren. Bemühst du dich mehr um Likes oder bemühst du dich mehr um Allahs Zufriedenheit? Und die meisten werden sagen, Allahs Zufriedenheit. Allahu alam, Imam Ahmed oder ein anderer Imam hat seinen Schülern die Frage gestellt. Als ihr angefangen habt zu lernen, habt ihr das mit Ikhlas gemacht? Die meisten haben gesagt, ja. Einer hat gesagt, nein. Am Anfang war nur, dass die Leute uns sozusagen leben, dass wir angesehen wird. Aber nachdem wir gelernt haben, was Ikhlas ist, dann habe ich meine Absicht geändert. Der sagt, du bist der Einzige, der richtig geantwortet hat. Was bedeutet, dass du dich nur bemühst um Like? Manche sagen, Wallahi, ich mach das für Allah. Wenn du das für Allah machst, dann brauchst du nicht überall Bilder und überall Selfies und überall das und das. Aber Unwissenheit und Ittiba al-Hawa mit Shaitan wird Gewürze, dann Allah al-Musta'an. Na. Ich habe eine Frage zu gestern, ein Vers, und zwar zu Sheikh Abu Jamal. Wir haben ja eben einen Moral
Koran erwähnt. Und da gab es ja diesen Hadith, wo Rasulullah gesagt hat, das Dua von seiner Frau, sallallahu alaihi wa sallam, dass sie vielleicht das Dua macht, was schon festgesetzt wurde. Aber ich kenne noch einen Hadith von Rasulullah, wo er sagt, dass wenn man gut zu seiner Familie ist, zu seinen Verwandten, Allah subhanahu wa ta'ala das Leben verlängert. Deswegen wollte ich fragen, gehört das Leben zu etwas, was man verändern kann? Oder ist es festgesetzt von Allah subhanahu wa ta'ala? Verändern. Das Leben kann man nicht verändern. Das ist festgesetzt, wann derjenige sterben wird. Ja? Und aus dem Hadith von gestern war darauf hingewiesen, dass also, über die Zeit, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Leben des Ehemannes, das Leben des Vaters und des Bruders gemäß damit, sie also ihr Leben mit ihnen erfolgt. Ja? Und da hat der Prophet, er hat das erstmal jetzt nicht verboten, sondern er hat darauf hingewiesen, dass also der Zufluchtsuche vom Höllenfeuer oder Eintritt ins Paradies, das ist sinnvoller, als wenn wir jetzt die Tage, die eh schon entschieden sind. Verstehst du? Wie können Personen heutzutage, die Da'wah machen möchten, Hikmah und Adab lernen, praktisch, ohne einen Sheikh zu haben? Wenn sie zum Beispiel keine Möglichkeit haben, bei einem Sheikh zu sitzen. Ohne Sheikh, das ist fast unmöglich. Ich habe einmal Sheikh Adnan. Erstmal die Frage, wie können die Leute, die Da'wah machen wollen, ohne Sheikh, sage ich jetzt, richtige Dawa oder Dawa mit Weisheit machen, ohne Sheikh sozusagen. Ich habe damals Sheikh Adnan gefragt, ich habe gesagt, Sheikh, warum ist unsere Lage so in Europa? Der hat gesagt, wo haben die Leute in Europa gelernt? Bei welchem Sheikh oder wo saßen sie, bei welchen Gelehrten? Wo haben sie diese Werte vermittelt bekommen und diese Regeln der Dawa vermittelt bekommen? Deshalb ohne Sheikh, ohne Lehrer, ohne jemanden, der dir diese Sachen vermittelt, schaffst du das nicht. Weil jeder von uns, wenn die Person von uns etwas macht, die Person denkt von uns, ich mache alles richtig. Lies allein Koran. Du denkst, du hast super gemacht, toll gemacht. Lies das vor einem Sheikh. Du sagst noch nicht, ah, der sagt dir, halt, falsch. Deshalb, barakallahu fik, sagt Allah khairan, diese Weisheit sind zwei Themen. Oder sage ich jetzt zwei Stufen. Weisheit, was Allah subhanahu wa ta'ala dem Menschen gegeben hat. Und es gibt Menschen, die Weisheit haben, angeboren. Und andere Menschen, die können das durch Wissen, durch Lernen, durch Sitzen bei den Unterrichten von den Gelehrten und so weiter. Und deshalb heute, wenn du die Leute, sage ich jetzt, fragst, die auch viele, die Prediger, bei wem hast du gelernt? Einige sagen dir nicht, bei wem sie gelernt haben. Warum schämst du dich, zu sagen, bei wem du gelernt hast? Sag, ich habe bei Sheikh so, ich habe bei einem Bruder gelernt, ich habe so, ich habe so, ich habe so. Wo ist das Problem? Deshalb, barakallahu fikum, man braucht einen Lehrer. Aber der Lehrer heißt nicht, dass du Sklave für ihn bist. Und der Lehrer zum Beispiel macht dir Bedingungen und so weiter. Nein, der Lehrer ist nur ein Hilfsmittel. Das ist ein Instrument. Aber natürlich, du sollst treu zu deinem Lehrer sein und so weiter und so fort. Das ist in Ordnung. Barakallahu fikum, deshalb die Weisheit bekommst du durch Erlebnisse, durch Unterrichte. Die beste Art zu lernen ist in der Moschee, nicht an einem Tisch, an einer Uni. Viele Leute sagen, ich habe an dieser Uni studiert, Islamwissenschaften und sowas. Für mich, ganz ehrlich, das ist schön und gut, in Ordnung. Aber für mich, dieses Zeugnis ist nichts. Weil das praktische Leben, praktische Da'wah, wenn du in der Moschee bist, dann sehen wir, wie du dich verhältst. Und einer, der Da'wah macht, der soll natürlich Vorbild sein. Aber wo sind die Vorbilder? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Naam.
لا أنا قصدت لعادة يعني لروتين، فهمت؟ روتين روتين بتصير روتين، يعني بيطج الصلاة طج. أنت قلت للعبادة إلى عادة مع دليل. العادة تتحول إلى عبادة مع دليل، اللي حكينا اللحية. اللحية في الأصل عادة، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوا اللحى وحفوا الشوارب صارت عبادة. لبس اللون الأبيض أصلا من العادات، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيروا ثيابكم الأبيض، كفنوا بها موتاكم، فتحولت من عادة إلى عبادة في الكفن. جيد. فلما يأتينا دليل من الكتاب أو من السنة تتحول المسألة العادية إلى تعبدية، لأنه صار عندنا دليل حولها من كونها عادة إلى عبادة. أحتسب على الله نومتي، أنه أو يحتسب الإنسان طعامه وشرابه وبحثه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في دليل، قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا أياتي أحدنا شهوته ويكون لها أجر؟ قال أرأيتم من وضعها في وزر يكون عليه وزر؟ فقالوا نعم. في حرام عفوا يكون عليه وزر؟ قال نعم. فإذا انتبه، لا تتحول العادة إلى عبادة إلا بدليل، ولكن قد يؤجر العبد على عادة بالنية من أجل العبادة، يعني صارت متعدية. بس مو كل واحد اللي يجي يقول أنا والله العادة تبع أنا لما بنام أعبد الله، لا لا. أو العمل عبادة، العمل مو عبادة. ممكن إذا كان يبحث عن العمل الحلال، إذا كان يلتزم بالأمور الحلال، إذا كان يستعين بأمر الحلال على العبادة، فقد يؤجر على ذلك. نعم. بدأ Ja, aber das geht nicht so, weil die Sache so ist. Im Gebet oder in solchen Themen, wir haben eine Art Durchführung und wir haben die Regeln, wie wir das machen. Da kannst du diese Regeln nicht ändern. Ja, aber die Regel hast du geändert. Der Imam soll vor Ort sein. Der muss vor Ort sein. Der kann nicht der Imam. Deshalb diese zentrale Adhan oder Adhan mit einem Knopf über Internet oder über Radiorekorder, das ist falsch. Aber wenn wir alle Moscheen zum Beispiel verbinden und ein Muezzin macht für alle Moscheen in der gleichen Zeit, könnte man geltend machen. Auf? Ja. Das gilt für alles. Na. بارك الله فيكم. هل الدعوة هي فقط أن ندعو غير المسلمين إسلام؟ لا، هذا أحد فروع الدعوة أو أقسامها. الدعوة تكون بأنك تدعو غير المسلمين إسلام،
أنك تناظر غير المسلمين، أنك تدعو المسلم إلى مسألة حق، أنك تحذر المسلم من مسألة باطل، أنك تدعو المسلم إلى بعض أعمال الخير والزيادة في الطاعة، فكلها من أنواع الدعوة. ليست الدعوة فقط محصورة، ليست محصورة فقط في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام. والله تعالى أعلم. نعم. يا دس أبو جمال. Nein, nein, du. Was sind die Eigenschaften von einer Person, mit der man die Dauer oder das Gespräch nicht weiterführen sollte, damit man seine Zeit nicht verschwendet? Allgemein. Ja, allgemein. Es gibt Eigenschaften, die man beachten sollte. Ich würde sagen, dass ich das nicht mehr sagen würde. Was meinst du? Nein, nee, ich habe das schon verstanden. Also welche Eigenschaften soll derjenige haben, mit dem man jetzt keine Dauer machen will, oder was? Ja, mit dem man die Dauer nicht weiterführt. Also man spricht mit der Person und dann macht die Person eine bestimmte Sache oder sagt eine bestimmte Aussage, die dann also wenn man merkt, dass bei demjenigen Gespräche, die man führt, nicht viel Nutzen bringt, ja, dann ich würde nicht ganz aufhören damit, sondern vielleicht auch in größeren Abständen, wenn die Situation es erlaubt. So, und dann soll diese Person beispielsweise im Kreise immer auftauchen, dann kann man auch in allgemeiner Form oder jemanden aktivieren, der einen besseren Draht zu ihm hat, weil er immer noch ein Muslim, außer wenn er hartnäckig oder jemand, der abwertende Verhalten hat, ja, dann ist es sehr schwierig, dann mit ihm überhaupt Dauer weiterzuführen. Oder einen verbohrten Mubtadi', ja, der so verbohrt ist, dem ist also nicht zu verhelfen, dann ist auch besser, ihm aus dem Weg zu gehen. Oder bestimmte Gruppen, die man ihnen eigentlich keinen Wert schenken darf, weil viele Muslimen kennen, ihren wahren Ideologie nicht, aber durch deine Präsenz von der Dauer hast du mehr Einfluss möglicherweise auf die Menschen, als jetzt mit der Gruppe sich in der Öffentlichkeit zu beschäftigen. Allahu a'lam. Sheikh Abu Hussein, bitte. Wir haben ja gesagt, das gegenwärtige Wissen ist sehr wichtig in der heutigen Zeit. Wie kommt man als Prediger an das gegenwärtige Wissen, ohne sich selber in die Fitna zu begeben? Wie zum Beispiel heute ist es ja unumgänglich, dass die meisten Jugendlichen TikTok haben und so weiter und so fort. Und man sollte ja als gegenwärtiges Wissen wissen, was da drin abgeht, was da drin los ist. Wie komme ich an dieses Wissen ran, ohne mich selber in diese Fitna reinzustürzen? Na gut, also gegenwärtiges Wissen heißt also die Atmosphäre der Menschen heute. Dann weiß man, allgemeine Atmosphäre, ist das eine Atmosphäre, wo man sagen kann, da ist zumindest eine Notwendigkeit des Wissens vorhanden oder gar nicht. Also wenn sie gar nicht vorhanden ist, dann ist es besser, immer wieder die Basis, also zum Beispiel gestern diese Fragerunde, dann hast du gesehen, also die gegenwärtige Situation war, dass viele Kinder vorhanden sind und aber auch Erwachsene. Und da hat man versucht, es zu verbinden. Aber trotzdem die Basis, weil die Basis ja sehr wichtig ist. Schon kann ich jetzt mal über Gruppierung oder Ideologien oder da ist man weit entfernt. Ja, und dann diskutiert man mit jemandem, der auch die Notwendigkeit des Wissens der Religion nicht hat.
sondern also diese Notwendigkeit des Wissens der Religion, die muss man immer prüfen, ist sie vorhanden oder ist sie nicht vorhanden? Ja, yani ma'lum bid-din darura, ist sie vorhanden oder nicht? Yani Wissen über Allah, ist es da oder nicht? Yani Wissen über Dinge, die man benötigt heute in seinen Ibadah, Umgang mit Allah, ist sie da oder ist sie nicht da? Wenn sie nicht da ist, dann muss man Wege finden, wie man diese Geschwister, seien sie im TikTok oder wo auch immer, auch versucht, damit immer eigentlich zu verhelfen, dass sie diesen Wissen auch dann sich aneignet. Und da, wo man in der Regel kennt man auch die Atmosphäre, da, wo man auch sich aufhält, ja, oder man meistens ein erfahrener Daya, der schaut, wenn er kommt und vielleicht weiß er nicht, was ist das für eine Gruppe, und schaut sich also die Gruppe einmal durch, dann weiß er ungefähr, was das für ein Wissensstand. Das ist auch die Erfahrung, was Sheikh Abu Hussein vorhin gesagt hat, das erlernt man zum Beispiel bei einem Sheikh. Weil der Sheikh, der lehrt dir nicht nur, was in den Büchern drin steht, sondern bestimmte Situationen treten auf, bestimmte Fragen kommen an, bestimmte Probleme treten plötzlich auf. Und dann siehst du auch, das, was er lehrt, setzt er dort ein. In seine Aussagen, ja, in seine Überlegung, in seine gezielten Fragen. Ja. Das sind so Sachen, die man praktisch von diesem Sheikh dann auch dann erlernt und dann auch einsetzen kann. Ja. Es gibt ja diese elektronischen, das wir jetzt, das ist auch eine Erneuerung, weil es gab ja die Mittel nicht, aber die Art und Weise ist ja anders. Für mich ja. Das ist bedacht. Nächste Frage. Wann ist Asr? Wann? Dachan? Dachan. Okay. Deine Frage. Die beste Methode ist die, wenn du das umsetzt. Ja, also praktisch das, was du lernst, setzt du auch um. Ja, und das spiegelt sich zum Beispiel bei der Familie, bei den Freunden, da wo man auftritt, sagt man manchmal, das ist der stille Daya, der braucht keine Worte, der setzt es eher um. Ja. Allahu a'lam. Barakallahu fikum, barakallahu khairum. Inshallah, wir später, ich kann mich fragen. Damit wir den Plan weiterführen können, wir werden zu Ende kommen mit Nitala. Und danach, nach dem Adhan, werden wir. Erwartet es denn noch? استنى العشر دقائق معناتها هذه نعمل العشر دقائق بتأذن بنصلي مباشرة وبعدين أكل ونخلص إن شاء الله بارك الله فيكم إن سير مينوتن دم مخطي أذان وبيت في عصر استنى und wir haben noch 10 Minuten mit mir und nach dem عصر Gebet gibt es Essen und dann, wenn wir gegessen haben, dann werden wir uns voneinander verabschieden. Barakallahu fikum. Dann kommen wir zu Ende mit dem Tala. Möge Allah von uns annehmen. Amen. Von mir als vielleicht 2 Minuten als letztes Wort für dieses Seminar. Ich hoffe, dass die Brüder ein bisschen leise werden. Barakallahu fikum. Wir haben uns, inshallah, Barakallahu fikum getroffen, damit wir unsere Religion lernen, damit wir uns besser kennenlernen, damit wir zusammen Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen.
Und wenn wir am Ende von diesem Seminar nur das inshallah als Ziel und Sinn gehabt haben, dass wir uns zusammengefunden haben, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt haben, dann ist das gut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns belohnen. Und inshallah für die nächsten Zeiten, wenn wir Seminare machen, dass man lernt, dass man versucht, barakallahu fikum, dieses Wissen, was man gelernt hat, weiter zu vermitteln. Und dass man versucht, barakallahu fikum, selber zu praktizieren. Wenn wir Fehler gemacht haben, oder wenn ich Fehler gemacht habe, dann von mir, möge Allah subhanahu wa ta'ala mir verzeihen. Und wenn wir richtig gemacht haben, dann durch die Hilfe Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns belohnen. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ja, zunächst einmal natürlich danke ich Allah subhanahu wa ta'ala für dass so ein Treffen stattgefunden hat. Und nach Allah subhanahu wa ta'ala danke ich auch der Moschee und der Verantwortlichen, dass wir hier Seminar machen dürften. Und auch nicht zuletzt auch Sheikh Abul Hussein.